Alleluia, Alleluia, Alleluia. Jesus Christus, der reich war, wurde aus Liebe arm, und durch seine Armut hat er uns reich gemacht. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreibe 50. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich bin am gestrigen Abend zurückgekommen von dem dritten Abschnitt des Pilgerweges, den ich mit einer kleinen Gruppe nach Dokkum mache, zu unserer Partnerstadt und dem Ort des Martyriums des heiligen Bonifatius. Und als der Freundeskreis Fulda-Dokkum gegründet wurde, war so die erste Idee, es gab schon Leute, die sind mit dem Fahrrad, Konrad Schnorr und solche Leute, die sind schon mit dem Fahrrad von Fulda nach Dokkum, aber es gab noch niemanden, der es zu Fuß gewagt hat. Und so haben wir uns auf den Weg der 586 Kilometer gemacht
und haben jetzt den dritten Abschnitt mit 160 Kilometern. Und das kann ich, wenn Wanderer unter Ihnen sind, einfach mal empfehlen, den Hermannsweg durch den Teutoburger Wald. Wir sind am letzten Montag in Bielefeld gestartet und sind gestern im Emsland geendet, zwischen Emsbüren und Lingen an der Ems. Ein wunderschöner Weg, gut ausgezeichnet. Also Wanderern kann man den nur gut empfehlen. Das Wetter hat auch gestimmt. Auf dem Weg sind mir so manche Dinge aufgegangen. Sie wissen ja, viele kirchliche Traditionen gehen verloren oder schwinden. Aber das Pilgern ist in unserer Zeit in. Auch Menschen, die sich nicht unbedingt als religiös bezeichnen, gehen auf Pilgerwege. Man begegnet ihnen, ich bin vielen auf dem Weg nach Santiago de Compostela begegnet. Menschen, die jetzt nicht gesagt haben, ich bin evangelisch oder katholisch und durchdrungen und das mache ich jetzt, aber Menschen auf der Suche, die gesagt haben, ich mache mich auf den Weg, weil ich so für mich selber auf der Suche auch nach meinem Lebensweg bin. Was mir dieser Tage so aufging oder immer wieder, warum fasziniert das Menschen, sich auf den Weg zu machen? In den verschiedensten Wegabschnitten spiegelt sich nämlich sehr gut auch unser menschliches Leben wider. Und zwei Dinge sind für den modernen Pilger heute besonders hilfreich. Sie können diesen Weg gut gehen. Er ist gut ausgeschildert. Er hat Wegzeichen, Wegweiser. Überall finden Sie in aller Deutlichkeit das H, Hermannsweg. Wegweiser sind wichtig, um mir die Orientierung zu geben. Und wenn man wirklich mal an einer unsicheren Stelle ist, dann hat der moderne Pilger heute ein GPS. Ich habe das auch schön am Computer, die Strecke bis nach Dokkum vorbereitet, gebe den mein GPS ein und dann kann ich mich leiten lassen an manchen. Es gibt ja immer mal so Stellen, da gab es vielleicht mal ein Zeichen, das ist zugewachsen oder abgefallen und dann stehen sie schon da. Wo geht es jetzt weiter? GPS zur Hand genommen und das hilft. Ich dachte mir, ist das nicht auch das, was wir für unsere Lebenswege brauchen? Wir brauchen Wegweiser. Und Gott schenkt uns und schickt uns auch immer wieder Wegweiser auf den Weg in Form von Menschen, die uns auf dem Weg begleiten. Ich kann für mich selber sagen, es gab immer wieder mal, oder es gibt ja immer wieder mal Situationen, wo sie überlegen, wo kann jetzt mein Weg weiterführen? Und plötzlich kommt es zu einer Begegnung mit einem Menschen und dieser Mensch hinterlässt Spuren in deinem Leben, wo du sagst, ach, das ist der Hinweis, in die Richtung muss ich gehen. Und wir dürfen füreinander auf unseren Lebenswegen zu Wegweisern werden und zu Wegbegleitern. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und Wertvolles. Es gilt auch immer wieder aus den Botschaften, die andere in den Begegnungen mir schenken, auch das herauszuhören, was für meinen Lebensweg wichtig ist. Von Maria werden in der Heiligen Schrift nur ganz, ganz wenige Worte überliefert, das Magnificat. Ansonsten heißt es immer, sie hörte und sie bewegte das Gehörte in ihrem Leben. Sie dachte darüber nach, sie meditierte es. Sie hat Begegnungen mit dem Engel, sie hat Begegnungen mit den Hirten, mit den Königen und vielen anderen Begegnungen. Und in diesen Begegnungen mit Wegweisern ihres Lebens denkt sie nach, was will Gott damit für mein Leben sagen? Und das GPS, dachte ich mir, was ist das, was uns als Christen so leitet? Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Unser geistliches GPS-System ist der Heilige Geist, der auch seine Kirche führen will. In den aktuellen Diskussionen kommen auch viel Ängste auf. Wo geht's hin? Wie wird's weitergehen? Können wir all dem nachgeben, was da gefordert wird? Bringt uns das nach vorne? Müssen wir nicht das Alte bewahren, ne? Erleben wir uns ja alle hin und her gerissen.
Ich glaube, wenn die Kirche auf das GPS-System den Heiligen Geist hört, dann wird es in die richtige Richtung gehen. Und das haben wir vielleicht auch so in unserem Leben selber schon erfahren, dass der Geist Gottes in vielfältiger Weise, manchmal muss man schon sehr hellhörig sein. Für mich ist bei der Taufe, ich darf heute Nachmittag wieder zwei Kinder taufen, mir ist in der Taufliturgie eine Stelle ganz besonders wichtig geworden, nämlich der sogenannte Ephata-Ritus. Ephata, öffne dich, spricht Jesus dem Taubstummen zu. Es öffnet sich im Ohren und Mund. Im übertragenen Sinne bete ich über das Kind, Ephata, öffne dich. Der Herr öffne deine Ohren, damit du sein Wort vernimmst, und den Mund, um es auch im Leben zu bekennen. Und die Ohren an den richtigen Stimmen unserer Zeit zu haben, ich glaube, das ist auch etwas. Was dringt alles so an unser Ohr? Was müssen wir auch so alles verarbeiten? In welche Richtungen wollen uns vielleicht auch andere drängen? Und da die richtige Stimme Gottes in meinem Leben, das GPS-System für mein Leben zu erkennen, das ist die besondere Gabe, die es auch immer wieder für uns als Christen im Alltag braucht. Und ich schließe mit einer kleinen Geschichte. Wo bin ich hin? Was ist mein wichtiger Ort? Es gibt eine kleine Mönchsgeschichte, die erzählt, zwei Mönche sind in ihrer Zelle und sie lesen in einem Buch, es gibt einen Ort, wo sich Himmel und Erde berühren, wo alles Glück zu finden ist. Und sie machen sich auf einen Pilgerweg über Höhen und Tiefen mit vielen Strapazen. Und am Ende dieses Weges kommen sie an dieser Tür an und sie stehen ganz ehrfurchtsvoll und zaghaft vor dieser Tür, und sanft öffnen sie diese Tür und treten ein, und sie spüren, sie stehen in ihrer Klosterzelle. Da, wo Gott mich auf meinen Weg gestellt hat, da ist das Glück zu finden, da ist auch meine Erfüllung, da ist mein Auftrag. Lasst euch als Boten senden, hieß es im Eingangslied, vertraut den neuen Wegen. Versuchen auch wir uns immer wieder geleitet durch gute Wegweiser, durch das GPS-System, den Heiligen Geist, auch unserer Berufung gerecht zu werden, da wo Gott uns im Leben hingestellt hat.